Heute geht es um das Thema Du und deine Daten im Internet. Auf geht's! Es ist sinnvoll, informationstechnische Bildung zu unterrichten, damit die Schüler einerseits technische Grundkenntnisse kennenlernen, dass sie sich in Programmen sicher bewegen können, aber vor allem auch, dass sie im Netz sicher unterwegs sind und sich keinen Gefahren aussetzen. Wir haben bei uns an der Schule bereits vor über 10 Jahren das Fach Medien eingeführt, um auf die gesellschaftliche Relevanz von Medien zu reagieren. Und durch das Erstellen eigener Medienprodukte sollen die Funktionsweisen und die Art und Weise der Kommunikationsmöglichkeiten von Medien gelernt werden. Wir machen zum Beispiel ein Projekt zur Glaubwürdigkeit von Bildern. Gerade Fotos erwecken ja immer den Eindruck, die Wahrheit darzustellen. Und da wollen wir zeigen, wie einfach es ist, mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen diese Wahrheit zu verändern. Ein Thema ist Lernspiele. Schüler beschäftigen sich sehr viel mit Computerspielen. Und da ist es wichtig und interessant, mal zu sehen, wie die eigentlich hergestellt werden, wie man Spielregeln entwickelt und wie man das dann programmiert. Ja, digitale Musikbearbeitung ist in der Schule gerade mit Klassengrößen von 25 bis 30 Schülern sehr gut umzusetzen, weil man in einem Raum mit Kopfhörern mit Schülern eben arbeiten kann, ohne dass sie sich gegenseitig stören. Sie können in ihrem eigenen Tempo arbeiten und das macht die Sache für das Equipment, das wir hier zum Beispiel in der Schule haben, relativ attraktiv. In der Oberstufe ist der Vorteil, dass man mit der digitalen Musikbearbeitung eben kein Instrument spielen muss. Man muss es nicht vorher erlernt haben. Man kann mit den Mitteln, die wir hier im Unterricht erlernen, das am Computer relativ gut umsetzen und der Computer spielt es dann eben halt ab, was man sich so ausgedacht hat.